Das Weihnachtsfest steht quasi direkt vor der Tür und auch im Jahr 2014 gibt es in den letzten Monaten des Jahres viele neue Titel, die um die Gunst der potenziellen Käufer wetteifern. Um den Nebel der Masse an Spielen zu lüften, bieten wir euch nachfolgend unsere Monatsvorschau für Konsolenspiele im November. Für manche Spieler ist Call of Duty Advanced Warfare nur ein weiteres jährliches Update der Shooter-Reihe COD 2014 sozusagen. Für die anderen kommt der neue Ableger der Reihe mit massiv verändertem Gameplay daher, behält im Kern natürlich die alten Tugenden der Reihe. Ob die Neuerungen die ohnehin großartigen Verkaufszahlen weiter ansteigen lassen oder die COD-Gemeinschaft nicht eher ein Modern Warfare-Szenario erwartet, das werden wir Anfang November erfahren. Die vollständige Master Chief Saga erscheint im Rahmen der Halo The Master Chief Collection. Enthalten sind Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 und natürlich Halo 4. Exklusiv für Xbox One überarbeitet mit 60 FPS, 45 Kampagnenmissionen, über 100 Multiplayer-Maps und exklusiven Zugang zur Halo 5 Guardian Multiplayer Beta. Dieses Halo-Paket dürfte Halo-Fans rundum glücklich machen. In Nordamerika des 18. Jahrhunderts durchlebt der Spieler bei Assassin's Creed Rogue das Chaos und die Brutalität des Siebenjährigen Krieges und das in der Haut von Hauptcharakter Shay Patrick Cormac. Nachdem eine gefährliche Mission tragisch fehlschlägt, wird Shay zu einem Ausgestoßenen der Attentätergruppierung. Er belässt es jedoch nicht bei dieser Position, sondern dreht den Spieß um und sehnt sich nach Rache an denen, die ihm an die Gurgel wollten. Assassin's Creed Rogue erscheint lediglich auf PS3 und Xbox 360. Merde, Patriots. These missiles will pick a fight with anyone. Assassin's Creed Unity erscheint im Gegensatz zum Ableger Rogue auch direkt auf dem PC, aber natürlich auch auf den Next-Gen-Konsolen. Die Geschichte schickt den Spieler ins Paris des Jahres 1789, und zwar zur Zeit der Französischen Revolution. Hauptcharakter Arno deckt die wahren Mächte hinter der Revolution auf, was ihn in einen Kampf um das Schicksal der Nation führt und ihn zu einem Meisterassassinen macht. Viel Potenzial steckt im Koop-Part, bei welchem bis zu 4 Spieler gleichzeitig das Paris des 18. Jahrhunderts entdecken und spezielle Koop-Missionen erfüllen können. A never-ending expanse of darkness. Here, at the edge of the universe, I look into the abyss and... Batman! Der dunkle Klötzchenritter kehrt mit Lego Batman 3 jenseits von Gotham wieder zurück auf die Bildschirme der Lego-Fans. Das Spiel bietet wohlbekannte Batman-Schauplätze wie die Bathöhle, Hall of Justice sowie Justice League Watchtower und eine umfassende Reihe von DC Comics-Helden und Schurken. Zum ersten Mal führt das natürlich auf Humor ausgelegte Batman-Spiel in den Weltraum, und zwar auf Green Lantern-Zonen wie Zamaron und Odin. Really compliments your figure. Meh, should have stuck with black. It's tragedy, pathos, tedium. Die lange Wartezeit hat Mitte November endlich ein Ende, denn auch die PS4 und Xbox One Besitzer dürfen dann in die Haut von Michael, Franklin und Trevor schlüpfen, um nun höher aufgelöst die irre Story von GTA, Grand Theft Auto 5 erneut zu erleben. Alternativ transferieren sie die Spielstände der Last-Gen-Konsolen, um sich vollends dem Online-Modus zu widmen. Neu bei der Next-Gen-Fassung sind Waffen, Fahrzeuge und Aktivitäten, sowie eine erweiterte Tierwelt, dichterer Verkehr, ein neues Vegetationssystem, verbesserte Schadens- und Wettereffekte und laut Hersteller noch vieles mehr. Was das genau bedeutet, erfahren PS4 und Xbox One-Besitzer am 18. November. PC-Spieler müssen sich weiterhin bis Anfang 2015 gedulden. Back into my palace. Dieses Jahr gestaltet sich die Fußballbegegnung zwischen den beiden Giganten Pro Evolution Soccer 2015 und FIFA 15 so spannend wie lange nicht. Der Engine-Wechsel sorgt mit dem Next-Gen-Konsolen-Release für eine Verstärkung des Gameplay-Kaders und aller Voraussicht nach geht Konamis Team als Aufsteiger ins Spitzenduell. Topstar FIFA hat das umfassendere Lizenzpaket, doch technisch wie spielerisch gibt sich das Jungtalent von Konamis Kicktruppe 2014 konkurrenzfähig und voll auf der Höhe. Mitte November erfahren wir, welche Wahrheit auf dem Platz liegt.
Far Cry 4 setzt auf die spielerischen Stärken des erfolgreichen Vorgängers und trägt diese auf das Dach der Welt. Genauer gesagt, den fiktiven Staat Kyrat. Da Kyrat an das Hochgebirge Himalaya angelehnt ist, darf sich der Spieler auf eine offene Welt freuen, die von verschneiten Gebirgspässen reicht bis hin zu fruchtbaren und bunten Tälern. In der Geschichte lässt sich Hauptcharakter AJ Gale in einen Bürgerkrieg verwickeln. Man hat das Ziel, den selbsternannten König Pagan Min zu stürzen. Wird Dragon Age Inquisition den Rollenspielthron 2014 erklimmen? Es basiert auf der Frostbite 3 Engine und im Fokus des Titels aus dem Hause BioWare stehen Atmosphäre, eine epische Geschichte und interessante Charaktere. Die Ersteindrücke zum mittlerweile dritten Teil von EA's Rollenspielreihe versprechen ein Highlight des Jahres 2014 für Rollenspielfans. Abseits der pompösen Grafik ist es uns jedoch noch ein Beweis der spielerischen Güte schuldig. Mit WWE 2K15 darf ab November auch auf der PS4 und Xbox One gewrestelt werden. Speziell für die Next-Gen-Systeme gibt es einen völlig neuen My-Career-Modus sowie eine neue Engine mit überarbeiteten Kämpferanimationen. Außerdem gibt es das Spiel in der WWE 2K15 Hulkamania Edition, die mit einer speziellen Verpackung daherkommt, eine Sammelkarte mit Autogramm enthält, eine Hulk-Hogan-Figur sowie ein Stück der Ringmatte, die von Hulk Hogans Monday Night Raw-Auftritt stammt. Allerdings ist an diese Sonderedition nur recht schwer heranzukommen, da sie schon allerorten ausverkauft sind. Vorbesteller erhalten außerdem Zugriff auf das WCW-Urgestein Sting. Das war's auch schon mit der Spieleaussicht für Konsolen im November 2014. Falls ihr der Meinung seid, dass ein bestimmter Titel zu Unrecht unerwähnt wurde, dann schreibt es uns bitte in den Kommentarbereich. In diesem Sinne einen schönen Spiele-November.